Donald Trump und Kim Jong-un, der US-Präsident und der Nordkorea-Diktator, die Treffen der beiden, die waren ein Tabubruch. Der mächtigste Mann der Welt begibt sich auf Augenhöhe mit dem irren Nordkorea-Diktator und startet mit ihm dann auch noch eine Brieffreundschaft. Eine politische Sensation. 27 Briefe folgen zwischen Trump und Kim. Aber was bitteschön stand da drin? Jetzt gibt's einen ersten Einblick. Darüber sprechen wir mit unserem US-Korrespondenten Herbert Bauernebel. Und schuld daran sozusagen ist Bob Woodward, die Reporterlegende, mit seinen Tonbändern mit Donald Trump. 8 Stunden Gespräche und plötzlich tiefe Einblicke in seine ja offenbar echte Männerfreundschaft mit Kim Jong-un. Ja, tatsächlich wirklich schockierende Enthüllungen eigentlich, oder gar nicht so schockierend, wenn man denkt, dass sie über Donald Trump handeln. Es sind 27 Briefe. Donald Trump hat sie Bob Woodward gezeigt. Woodward hat damals für sein Buch recherchiert und in diesen Briefen war einfach klar zu sehen, wie eng diese Männerfreundschaft war. Donald Trump hat das so verglichen, als würde man auf ein Date gehen praktisch und eine Frau treffen und sofort wissen, dass hier alles stimmt. Also praktisch Liebe auf den ersten Blick. Donald Trump hat auch klar gesagt, dass er Kim Jong-un für sehr gerissen und für sehr schlau hält. Er hat dazu gesagt, dass er damit der CIA, dem eigenen Geheimdienst, widersprechen würde, denn die CIA würde Kim Jong-un eher für dämlich halten. All das sorgt natürlich für gehörige Aufregung. Liebe auf den ersten Blick, wie Donald Trump das schildert, sein Verhältnis, seine offenbar Männerfreundschaft mit Kim Jong-un. Wie finden die Amerikaner das? Wie finden das die Trump-Anhänger? Punktet er wenigstens bei denen mit solchen Aussagen? Ja, die Anhänger von Donald Trump sagen natürlich, dass es gut wäre, wenn man mit jedem redet, auch mit Diktatoren wie eben Kim Jong-un. Auf der anderen Seite hier im polarisierten Amerika sagen natürlich die Kritiker von Donald Trump, dass das völlig überzogen war und auch eine Verherrlichung eines Diktators wäre, mehr oder weniger. Und sie sagen auch wenn Donald Trump sich immer wieder gebrüstet hat, dass die Beziehungen besser geworden wären zwischen Nordkorea und den USA, sagen seine Kritiker, dass Nordkorea natürlich weiter an seinem Atomprogramm gearbeitet hat, auch wenn es weniger Tests und eben hauptsächlich Atomtests gegeben hat während der Zeit von Donald Trump. Also das alles enthüllen jetzt diese Tonbänder, die in dem neuen Audiobook von Bob Woodward, dieser Reporterlegende, dann zu hören sind. Darf sich Kim Jong-un jetzt auf einen Präsidentschaftskandidaten Trump freuen? Ja, auch bei diesem Thema könnte es in den nächsten Wochen Entwicklungen geben. Natürlich zuerst finden in den USA in Anfang November die wichtigen Kongress-Zwischenwahlen statt. Hier hoffen die Republikaner, dass sie im Kongress die Mehrheit zurückerobern können von den Demokraten. Und danach wird damit gerechnet, dass Donald Trump seine nächste Kandidatur offiziell machen würde. Ob er dann Chancen hat im Präsidentschaftswahlkampf 2024, wird man sehen. Zuerst muss er auch einen wachsenden Widerstand in seiner eigenen Partei überwinden. Es gibt hier mehr und mehr Leute bei den Republikanern, die sagen, dass Donald Trump vielleicht doch nicht der Kandidat sein sollte im Jahr 2024. Aber das letzte Wort haben hier natürlich die Wähler und besonders die republikanischen Parteimitglieder. Danke an unseren US-Korrespondenten und danke an Herbert Bauernebel.